Ja, jetzt kommen wir. Nein, einer noch, weiß! Irgendwas haut hier aber nicht hin. Du hast mir 15 draufgerannt, Bruder. Oh, 20. Sabotage. Sabotage. Okay, ich bin bereit. Also, wenn ihr mal müde seid, kein Bock auf Training, einfach mal eine kleine Backpfeife. Ich meine das wirklich ernst. Was schmeckt dir denn? Bist du ein Süßer oder bist du ein Herzhafter? Ein Süßer natürlich. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich bin heute hier in der XXXL-Schmiede und habe einen ganz besonderen Gast heute hierher eingeladen. Den frisch gebackenen IFBB-Profi-Bodybuilder Enrico Hoffmann. Wir trainieren heute Rücken. Richtig. Ja, ich habe mich quasi überreden lassen, denn ich weiß, dass du heute schwer trainieren wirst. Muss leider, einmal die Woche. Müssen wir schwer ranklotzen und genau das machen wir jetzt auch. So sieht's aus. Die erste Übung wird? Platz ziehen breit, also beziehungsweise Klimmzüge. Ja. Ja. Drei Arbeitssätze, 3x10. Zum Aufwärmen hast du vorhin gesagt, ne? Ja, zum Aufwärmen. Gehört dazu. Wie viel wiegst du? Aktuell morgens 104, also abends so an die 105, 106 in der Training. Ja. Je nach. Wie viel ich am Tag auch gegessen habe, wie gut ich gegessen habe, ne? Kommt halt immer ein bisschen mit drauf an. Jo. Na gut, willst du den ersten Satz machen? Muss. Feuer. Dann leg mal vor. Haben es nur Warm-up für dich. Komm, noch zwei. Jawohl. Auf geht's. Komm, hoch das Ding. Der schreit. Komm weiter. Und Kinder in Stange. Zieh. Zwei. Viel Konzentration. Und zwei. Komm mal, hoch das Ding. Komm mal, hoch. Sehr schön. Okay. So. War das 7 oder 8? 7. Ja, endlich mal einer, der mich ein bisschen anschreit, verdammte Axt. Ja? Ja. Ich wiege jetzt 124, 123 Kilo. Und es wird nicht leichter, je schwerer man wird. Du kennst das Problem. Der Enrico macht sich nicht warm, sondern fängt gleich mit 130 Kilo langen Rudern vorgebeugt an. Mit Untergriff. Unglaublich. Tja, ja. Irgendwas haut hier aber nicht hin. Du hast mir 15 draufgeräumt, mein Bruder. Oh! Anstatt 20. Sabotage. Sabotage. Ich hab schon gemerkt, dass das irgendwas nicht richtig ist. 2, 4. Sehr schön, komm mal. 5, 9, komm mal. 10. 11, auf geht's. 1 noch. Gut. Sehr schön. Guck, ist denn wieder? Höher noch. Bisschen mehr reinziehen, ne? So. Gut warm hier. Auf jeden Fall. Hier wurde auch gerade frisch geputzt. Deswegen ist die Feuchtigkeit, die Raumfeuchtigkeit hier wesentlich höher. Ja, ich bin es gewöhnt. Bei mir auf Arbeit ist das nicht anders. Was machst du beruflich, hauptberuflich? Ich bin als Haustechniker in einem großen Sport- und Wellnessclub. Aha. Vollzeit unterwegs. Und das als Profi-Bodybuilder, Vollzeit beruflich? Ja, das ist nun mal nicht auszuschließen. Man muss ja auch irgendwie schauen, wie man Geld verdient. Ne? Ja, gut so. Und selbst, ihr wisst selber, wie schnell es geht, man reißt sich mal irgendwas ab oder verletzt sich, dass man den Sport gar nicht mehr ausführen kann und dann steht man da. Ja. So hat man wenigstens noch ein zweites Standbein. So ist es. Im normalen Leben und kann sich darauf beruhen, wenn es mal schief geht. Ne? Ja. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Also macht was Vernünftiges, werdet nicht Profi-Bodybuilder oder Fitness-YouTuber, noch schlimmer. So, 150 Kilo lang, oder? Der Satz vorher sah so leicht aus. Ich denke, auch damit wirst du herumspielen. Tief. Bleib im Flow, komm mal. Schön im Fluss bleiben, Enrico. Da muss erst mal so ein Profi kommen und mir den Arsch treten. Ja,
Ich finde auch, man verlässt sich immer viel zu sehr aufs Muskelgefühl. Anstatt einfach mal schwer zu ziehen, verdammte Axt. Dann nochmal. Mhm. 20 Kilo weniger, ich bin ja kein Bodybuilding-Profi. Hast du ganz breit gegriffen oder wie hast du gemacht? Ich mach's so, dass es angenehm ist. Ich mache mal mit dem Daumen hier rein. Daumenspitzen. Ah, okay. Auf die Spitze. So, Käppi umgedreht. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ich habe auch jetzt erst angefangen, wieder mehr zu essen. Ich bin ja jetzt quasi im Aufbau. Ja. Und es macht sich dann schon meine Kraft bemerkbar. Ne? Das ist auf jeden Fall. Ja, wäre auch schlimm, wenn nicht, oder? Stell dir mal vor, du bist schwerer, aber nicht stärker. Das wäre schon scheiße. Puh, Pausenzeiten, wie hältst du die? Ach, so nach Gefühl. Nach Gefühl, ja. Aber wenn ich zu zweit bin, geht es eigentlich schneller. Dann einer fertig, dann hältst du wieder ran. Vielleicht mal noch eine halbe Minute. Worauf habe ich mich da eingelassen? Okay, 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 ich bin bereit. Jetzt los. Ja. Drei. Drei. Da hat er aber mein ZNS aktiviert, doch. Nicht quatschen, weiter. Wie weiter? Ich bin durch. Was soll ich noch machen? Du, da waren schon zwei mit Hilfe. So eine Schelle ab und zu. Das hilft schon mal. Das habe ich gebraucht. Also wenn ihr mal müde seid, keinen Bock auf Training, einfach mal eine kleine Backpfeife. Ich meine das wirklich ernst. Mache ich manchmal so. Machst du es manchmal auch selber? Nee. Aber super, der Kniebeuge hau ich mir selber mal so. Nee, nee. Sieht ein bisschen bescheuert aus, aber manchmal braucht man das. Eins. Und jetzt zwei. Was waren deine bisher wichtigsten Titel im Bodybuilding? Man wird ja nicht einfach nur so Profi, du brauchst ja erstmal Deutsche Meister zum Beispiel, hast du. Genau, richtig. Genau. 2015 war erstmal Berliner Meisterschaft, Gesamtsieg. Mhm. Und die früheste Saison lief so gut, dass ich dann halt auch gesagt habe, okay, komm, lass den Herbst gleich nochmal probieren. Ja. Und bin dann nach England, Liverpool geflogen. Ja. Dort die Amateur-Olympia mitgemacht und den zweiten Platz. War für mich für den ersten internationalen Wettkampf super Ergebnis. Und ja, das waren so die besten Sachen damals im Amateurbereich. Mit welchem Trainer? Du hast ja einen Coach gehabt. Das war noch mit Klaus Meilbaum zusammen aus Hamburg. Klaus Meilbaum, ist ein bisschen Weg. Ja, liebe Grüße. Auch sehr geiles Studio in Hamburg. Ja, absolut. Ja. Und jetzt hast du ja noch mit einem anderen Coach zusammengearbeitet, ne? Für den Profi. Dennis Wolf. Genau. Richtig. Selber auch. Für die Leute, die ihn noch nicht kennen, Dennis Wolf selber auch IFBB-Profi. Genau. Schon seit Jahren im Geschäft bei Mr. Olympia gestanden. Also ein sehr, sehr erfolgreicher Bodybuilder. Unter den Top 10 auf jeden Fall immer dabei. Genau. Ja, sehr große Nummer, der Junge. Der Enrico steckt einfach Scheiben rauf. Ich habe noch nicht einen einzigen Satz gemacht fürs Gefühl oder zum Rantasten. Der packt einfach rauf, 130, 140 und dann muss das Ding irgendwie hochgerissen werden. Und du brauchst dann auch keinen Satz mehr vorneweg zwischendrin, um noch ein bisschen reinzukommen in die Übung oder so, ne? Das haben wir jetzt, wir haben doch hier schon Rückenwärme gemacht. Hast du eine ganz andere Übung, Mann? Ja. Ja, brauchst du nicht, ne? Gut, okay. Wie viele Jahre trainierst du schon? Mittlerweile 13 Jahre. Na, ist ja gar nicht so lange, ne? Ja, kommt also darauf an, wie lange man halt auch wirklich sauber trainiert, schon effektiv. Ich sag mal, die ersten Jahre sind ja meistens immer so, bei den meisten Leuten so Rumspielerei oder testen, ausprobieren, bis man dann mal so richtig reinkommt. Ja. Ich habe ja mir, sagen wir mal, vielleicht ein Jahr so ein bisschen rumgealbert, ja. Oder das heißt rumgealbert nicht, aber mal geschaut, wie läuft das so ab, wie trainiert man was am besten. Mhm. Und dadurch, dass ich einen damaligen Freund schon an der Seite hatte, der den Sport schon wettkampfmäßig gemacht hat, betrieben hat, hat man sich halt gegenseitig gut beraten und halt ohne groß irgendwelchen Mist zu machen. Ohne Umwege quasi, genau. Genau. Mhm. Aber ich finde das so schwer zu stabilisieren. Du wirst mir jetzt mal zeigen, wie das geht. Ich versuche, egal wie, mitzuhalten. Ja, kenn ich. Ja. Ausrasten, komm! Ja, genau! Hotzi! Und hoch! Ach Gott. Ja, Mann. Es gibt doch bequemere Übungen, ne? Ist trotzdem geil. Darf ich deinen Profigürtel haben?
Hat mich seinen eigenen IFBB Professional Gürtel. Kann ich dir mal was? Ausnahmsweise. Oh. Nee, da bin ich immer, das ist nicht böse gemeint, aber da bin ich echt ein bisschen. Bist du das? Ja, okay. Guck mal hier. IFBB Pro. Komm mal, auf geht's. 4, 3, 2, 1, komm mal, hopp. Und Enrico hat eben gerade gesagt, ja, du bist ein bisschen, was hat er gesagt, neidisch, wenn du mich siehst? Ja, auf deine aktuelle Form, halt auf die Härte, ne? Aber ja. Wenn es so in der Off-Season ist oder im Aufbau, da sieht man ja immer so ein bisschen schwammig, sagt man. Schwammig immer. Aus und ja. Man sieht halt, man denkt halt, man hat zu viele Schwachstellen, aber ist einfach nur ein Kopfproblem, denke ich. Ist ein Kopfproblem auf jeden Fall, ne? Also ich persönlich muss sagen, ich würde am liebsten das ganze Jahr über in richtig brutaler Form rumrennen. Aber ist die Frage, was bringt denn das? Du bist Profi-Bodybuilder, du musst dich steigern, du musst noch mehr Muskeln aufbauen. Ich bin nur Fitness-YouTuber, Heini. Ich muss jetzt nicht zwangsläufig mehr Muskeln aufbauen. Ja. Sicherlich mache ich auch Bodybuilding, aber es ist mir nicht mehr so wichtig. Für dich ist es dein täglich Brot, du musst dich verbessern, also musst du auch. Das nächste ist ja dazu auch noch, wenn man Masse aufbauen will, dann kann man nicht immer hundertprozentig trocken rumlaufen. Nein, nee, das meine ich. Das ist einfach das, was viele immer vergessen. Die wollen das ganze Jahr über hart sein oder trocken sein und aber Muskeln aufbauen. Aber es funktioniert, es geht nicht richtig voran. Warum? Weil der Körper ohne richtige Nährstoffe nicht vorwärts arbeiten kann. So genau. Ganz einfach. Kalorienüberschuss regelt und gerade ab einem gewissen Level ist es nicht mehr möglich. Ja. Da musst du ihnen viel mehr geben. Lean Gains ist da nicht mehr. So ist es. Vier Übungen für den Rücken, mein Freund. Jetzt kommt noch eine. Die letzte. Die letzte und die schlimmste wahrscheinlich. Ja, ist schon mit an ordentlich schwer jetzt. Wir machen jetzt nochmal Kreuzchen, richtig? Ordentlich nochmal Rücken. Machst du das an einem Rückentag oder an einem Beintag? Also heute ist Rückentag. Ja, Rückentag. Am Beintag auch nochmal für Beinbizeps, oder? Naja, wenn dann mal zum Beispiel gestrecktes Kreuzheben, um mehr den Beinbeuger zu belasten. Genau. Ja. Geht natürlich auch auf den Rückenstrecker mit, aber halt. Schön hauptsächlich für den Beinbeuger. Dann lässt sich schwer ausklammern. Ich sag meinen Zuschauern ja immer, die sollen Kreuzheben an einem Unterkörpertag machen, weil ich das auch eher als Unterkörperübung sehe. Aber ich werde mir jetzt mal anschauen, wie du die machst. Wir machen mal erstmal. Machst du heute jetzt hier einen Aufwärmsatz tatsächlich? Ja. Du gehst nicht gleich auf die Last. Warum bin ich schon relativ gut am Tiberrudern, aber nochmal so zum Gefühl da mal zu gucken, anzutesten. Guck mal, habt ihr gehört? Also nicht wie beim Teehandelrudern. Gleich die 140, 150 Kilo rauf. Ja, dann muss man mal ein bisschen probieren. Ne? Ja, dann. Das ist halt nicht so meine Lieblingsübung und deswegen ein bisschen auf die Reaktion vom Körper hören, beziehungsweise aufs Gefühl, so wie sich es anfühlt. Wenn es nicht gut ist, dann lieber ein bisschen sachte das Ganze angehen. Ja, sehr vorbildlich. So, gesehen? Du wieder oben einlegen. Du legst die oben ein, ne? Ja. Du nimmst die normalerweise auf den Ständer. Du warst jetzt so nett und hast die unten liegen lassen, weil du weißt, ich starte vom Boden. Ne? Ich mach die mal so, wie ich die mache. So. Komm. Und, ist dir der Unterschied aufgefallen? Ja, zwei kleine. Zwei kleine? Ja, einmal, du lässt den Kopf nach unten, gebeugt, sag ich mal. Ja. Also sprich, du schaust nicht nach vorne die ganze Zeit. Ja. Wahrscheinlich für die Wirbelsäule, für den Nacken. Ja, ganz genau. Wirbelsäule ist schon richtig, genau. Genau, du fasst etwas breiter. Ist wofür, damit du mehr Latt reingehst, denke ich. Genau, wenn ich den Griff verbreitere, kann ich grundsätzlich mehr Latt aktivieren. Okay. Und ich versuche halt an meinen Beinen vorbeizukommen, ich versuche die Knie weiter außen zu drücken. Okay. Und ich mache tatsächlich eine Pause am untersten Punkt. Ne? Und versuche dann bewusst den Latissimus anzuspannen, bevor ich die Last dann anhebe. Wollte ich gerade fragen, warum du unten absetzt, eigentlich die Spannung aus dem Rücken wieder rausnimmst in dem Moment. Ja, weil es ein Deadlift ist. Okay. Und der Deadlift heißt ja deswegen Deadlift, weil man aus dem toten Punkt hebt. Okay. Ne? Also ich bin der Meinung, dass Bodybuilder grundsätzlich kein Kreuzheben oder Deadlift brauchen. Mhm. Du hast ja auch für die ersten Jahre lang ohne Kreuzheben, ohne Deadlift. Ja, die ersten, gemacht, ich habe dann dafür halt dieses Langhandelrudern viel gemacht, halt auch auf den Rückenstrecker und sowas. Ne?
Ja, was du schon angesprochen hast, Kopf. Viele überstrengen den Kopf. Und es kann sein, dass wenn man die Halswirbelsäule überstreckt, dass man da Krafteinbußen hat. Ne? Ja. Ja, ich habe jetzt nochmal insgesamt 10 Kilo draufgeschmissen. Wir haben eben noch 12 bis 13 Wiederholungen relativ locker gemacht. Und da habe ich mir gesagt, erstmal noch ein bisschen erhöhen. Ja. Damit jetzt mal so, sagen wir mal, 8 bis 10 auf jeden Fall drin sind. Vielleicht mal gucken, wie es läuft. Stecken wir da auch noch mal was drauf, aber mir ist wichtiger erstmal die saubere Ausführung mit dem schweren Gewicht. Wie kommst du eigentlich mit der Ernährung klar, wenn du jetzt im Aufbau bist und so viel essen musst? Ja, ist schwer, ne? Aber man muss halt gucken, dass es irgendwie reingeht. Und wie viele Kalorien hast du denn im Moment? Das kann ich gar nicht sagen, wir rechnen nie mit Kalorien. Es gibt bei uns alles nur noch Eiweißen, Fetten, Kohlenhydraten. Ja. Na, also wie viel Gramm Eiweiß hast du, wie viel Gramm Kohlenhydrate, wie viel Fett? Ich sag mal so um die 3,5 bis 4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm. Ja, okay. Und etwa gleich mit den Kohlenhydraten. Ne? Okay. Mal mehr, mal weniger. Ja. Ja, so in der Dreh. Und Ernährung, sagen wir mal so. 3,5 und Fett? Was hab ich denn da am Tag? Das weiß ich gar nicht aus dem Kopf, ich weiß. Ja. Also klingt so nach, wenn ich jetzt mal grob überschlage, 5.000 bis 6.000 Kalorien hast du auf jeden Fall. Ne? Ja, an guten Tagen, ja. Ja. Manchmal etwas weniger. Und isst du die alle clean? Versuchst du schon, oder? Nein. Nee? Also im Aufbau nicht. Kannst du sagen, so etwa zwischen 60-80% sauber essen und zwischen 30-40% Junkfood. Halt Junkfood oder einfach mal, was dir halt schmeckt. Ne? Das ist da auch mal ein bisschen abwechselnd. Was schmeckt dir denn? Bist du ein Süßer oder bist du ein Herzhafter? Ein Süßer natürlich. Nein, Spaß. Ich esse lieber herzhaft, also momentan. Ah ja. Ich kann wenig Schokolade essen im Aufbau. Ich gehe lieber mal Burger essen. Immer schön Burger essen. Eine Pizza, ja. Oder halt auch mal ein schönes Steak. Ne? Zieh! Yes! So, mein Lieber. Sind wir durch. Wir sehen uns morgen zum Brusttraining. So sieht's aus. Wenn ihr irgendwelche Fragen an den Rico habt, ne? Schreibt sie in die Kommentare. Schaut mal bei dir auf Instagram vorbei. Enrico Hoffmann als BB Pro, oder? Genau, richtig. Ja? Richtig. Einfach zu finden eigentlich. Vielen Dank an dich, dass du da warst. Ich hatte mega Spaß gemacht. Dass du mich motivieren konntest. Gerne. Das heißt schon was. Vielen Dank an die Zuschauer fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Fragen, wie gesagt, alles in die Kommentare rein. Ansonsten Daumen hoch, liken, sharen. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir sind raus. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.